Hannes Aigner, Glückwunsch, vierter Lauf. Heute hast du es gepackt, hast dich in das WM-Team reingefahren. Es war äußerst knapp, äußerst nervlich angespannt. Wie hast du die Nerven behalten können? Ja, es war wirklich schwierig, jetzt nach drei Rennen, im vierten Rennen immer noch die Spannung hochzuhalten und nicht den Kopf in den Sand zu stecken, weil jetzt eigentlich dreimal alles nicht so ganz funktioniert hat, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ja, am Ende ist man am Wasser auf sich selber gestellt. Da kann der Support von außen, die Unterstützung von außen noch so gut sein. Ich habe ein sehr gutes Umfeld, aber auf dem Wasser bin ich auf mich alleine gestellt. Da ist der Einzige, der mir helfen kann, ich selber. Und das war dann auch das, worauf ich mich verlassen musste, dass ich die Fähigkeiten habe, da den Lauf runterzufahren. Und das hat jetzt heute zum Glück ganz knapp noch gereicht, weil in der Vorbereitung wirklich vieles nicht so gelaufen ist, wie ich es gerne gehabt hätte. Es war eine schwierige Zeit, schwierige zwei Monate jetzt bis zur Quali. Und jetzt ist es ja zu einem Happy End gekommen für mich erstmal. Also das Fazit ist eigentlich, du kannst nur unter Druck richtig gut fahren, oder? Ja, das würde ich jetzt so nicht unterschreiben, aber ich kann auch unter Druck noch meine Leistung abliefern. Danke. Wie hast du